persönlich an Brandenburg sehr gut gefällt. Ich sehe es wirklich als Region mit Potenzial, mit Aufstiegsmöglichkeiten. Also in Ostbrandenburg sind verschiedenste Forschungseinrichtungen und auch Universitäten ansässig, sodass auch hier ein gewisses interdisziplinäres Potenzial vorhanden ist. Und das in Kombination mit zahlreichen kleinen Firmen und mittleren Firmen, auch wiederum in verschiedensten Anwendungsgebieten, bildet sich hier ein großes Potenzial auch für zukünftige hochtechnologische Anwendungen. Das IAP ist eine Forschungseinrichtung in der Leibniz-Gemeinschaft von europäischem Rang und beschäftigt sich hauptsächlich mit Silizium-basierter Mikroelektronik. Wir sind insgesamt ca. 350 Mitarbeitende aus ca. 30 Nationen, was uns natürlich auch in unseren Ideen sehr stark befruchtet hier, also wenn die Leute aus aller Welt zum IAP hier nach Frankfurt-Oder kommen.